Bei der 49. und letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause gab es durch die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Doskozil. Wir haben einige Ausschnitte inklusive der Abstimmung für Sie vorbereitet. Ja, wir kommen jetzt zu diesem Misstrauensantrag. Ja, es ist jetzt die Zeit gekommen und ich glaube auch, dass es wichtig ist, auch einmal aufzuzeigen, was sich im Burgenland wirklich abspielt. Ich glaube, der Kollege Fürst hat vorhin gesprochen, bei einer Landeshauptmann-Direktwahl würde der Landeshauptmann 75% machen. Es gibt bei den Bezirksblättern eine Umfrage, ob ein Misstrauensantrag gerechtfertigt ist. Da haben 82% gesagt, ja. Wie heißt der höchste Berg des Burgenlandes? Und ich kann Ihnen weiterhelfen, das ist der Schuldenberg. Der Schuldenberg ist der höchste Berg des Burgenlandes. Also mir ist es schon klar und es ist ja auch schon bekannt, dass der Herr Landeshauptmann ja bereits bekannt gegeben hat, er möchte mit den Blauen und mit den Freiheitlichen sowieso nie mehr koalieren, auch mit Schwarzen vielleicht nicht. Uns ist es klar, dass es auch natürlich nach der nächsten Landtagswahl, ist ja glasklar, dass dann eine rot-grüne Regierung geben wird oder rot-grün, rosarot oder rot-grün, dunkelrot, weiß nicht, wo es dann alles kommen wird, man weiß es ja nicht. Aber trotzdem wird die Transparenz im Land nicht gegeben sein. Das heißt, es werden immer wieder alle Hoffnungen verdunkelt. Ehrlicherweise, jetzt haben wir bald so viele Gesellschaften und Geschäftsführer wie Bürgermeister im Land. Jetzt gibt es 2.000 Euro netto Mindestlohn. Das heißt, du brauchst überhaupt keine Lehre mehr machen. Du kommst von der Schule aus und sagst, ich fange in der Gemeinde irgendwo an und tue ein bisschen mal umhammeln und kriegst 2.000 Euro netto. Warum soll jemand eine Lehre machen? Naja, na warte mal. So, nächstes Mal kommt wieder eine Lohnerhöhung für Mindestlohn, vielleicht statt 300, 500 Euro, dann bist du schon auf 2 Euro. In 2 Jahren hast du vielleicht schon 3.000 Euro netto Mindestlohn in den Gemeinden und im Land, was du überhaupt nichts mehr machen musst. Du brauchst nur kommen, Schulabschluss ist auch nicht so wichtig, 3.000 Euro netto Mindestlohn. Also das kommt auf die burgenländische Bevölkerung zu. So klar wie Rot-Grün auf die burgenländische Bevölkerung zukommt, so klar kommt das auch das zu. Und ja, auch die ganze Genderei, nicht? Ich meine, Menschinnen oder Zuschauerinnen oder was weiß ich, was da alles kommen wird. Nicht? Da heißt es immer mehr, es waren 20.000 Zuschauer, sondern es waren 20.000 ZuschauerInnen. Naja, bei den 20.000 Zuschauern sind die Innen eh drinnen. Nicht? Naja, die Kreuze gehen aus den Schulklassen heraus. Nicht? Aber das war nicht alles. Er hat da gesagt, aber die gehen gleich verbrennt. Nicht? Hat der Pablo gesagt. Die können aber gleich verbrennt auch, ne? Das muss man sich vorstellen. Derjenige, der aus ganz Österreich Eintreiskirchen machen möchte und derjenige auch, der sagt, die Asylaufnahmezentrum außerhalb Europas will er gar nicht. Das will er gar nicht. Er will das gar nicht. Ne? Das ist der Babler. Das ist die zukünftige sozialistische Politik des Bundes. Die Schulden im Burgenland werden immer mehr und mehr und mehr. Und da kann sich die Bevölkerung wirklich auf was gefasst machen. Der Schuldenstand des Burgenlandes, und das ist auch wirklich ein Fingerzeig, der Schuldenstand des Burgenlandes ist das Zweifache des Landes Salzburg. Obwohl aber Salzburg die doppelten Einwohnerzahl hat, nur damit man sich das einmal vorstellen kann. Nicht? Und deshalb bringen wir einen Misstrauensantrag ein, der von der ÖVP oder von ÖVP-Abgeordneten unterstützt worden ist. Ich verlese die Beschlussformel. Der Landtag hat beschlossen, Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil wird gemäß Artikel 56 des Landesverfassungsgesetzes des Burgenländischen Landtags das Misstrauen ausgesprochen und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil wird als Mitglied der Landesregierung abberufen. Und es wird auch in dem Misstrauensantrag eine geheime Abstimmung gefordert und gebeten, die durchzuführen. Dankeschön, Herr Gruppermann. Misstrauensantrag. Ich bin soeben überreicht, gemäß § 71 Absatz 8. Er wurde gültig eingebracht. Sie wissen, dass ein Drittel der Abgeordneten dazu unterschreiben muss. Dieses Drittel ist eingebracht. Und damit wird er natürlich in die Verhandlungen aufgenommen. Die Abstimmung erfolgt dazu am Ende der Sitzung. Und was wir und ich auf keinen Fall zulassen werde, dass irgendwer aus
Parteipolitik diese Leistungsträger schlecht redet. Alles schlecht redet, was hier im Burgenland passiert, und das Gegenteil ist der Fall. Die ÖVP will den Strompreis senken. Das ist bemerkenswert. Guten Morgen, liebe ÖVP, das hat die Burgenland Energie schon kommuniziert. Sie hat rasch und flexibel gehandelt. Der Strompreis wird auf 15,94 Cent gesenkt. Das ist ein Drittel günstiger als bisher, für Altkunden die Hälfte günstiger. Sie hat eine ÖVP-Stromsteuer entwickelt mit der Übergewinnsteuer, die den Burgenland 45 Millionen Euro kostet. 45 Millionen Euro, die den Burgenländerinnen und Burgenländern entzogen werden. Dieses Geld wäre notwendig gewesen, um die Strompreise weiter zu senken. Das haben Sie nicht gemacht. Sie sind verantwortlich für die hohen Preise. Dieses Geld fließt in den Bund und verschwindet im Budget. Ich darf in Erinnerung rufen, der Ibiza-Skandal. Wir alle kennen das Video. Wir wissen auch das Ergebnis, es kam zum Rücktritt des damaligen FPÖ-Obmannes, es kam zum Rücktritt des Vizekanzlers der Republik Österreich, und in dieser Causa haben wir einen tiefen Einblick in die Seele der FPÖ erhalten. Im Anschluss daran gab es den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss in Wien. Auch da haben wir einen tiefen Einblick in die Seele der ÖVP erhalten. Kriegst eh alles, was du willst, Bussi Bussi. Wenn da heute von Parteigünstlingen gesprochen wird, erinnere ich nur, kriegst eh alles, was du willst. Wir kennen die Chats alle, Busse. Und der heutige Misstrauensantrag ist ein plumper Versuch, einen sehr erfolgreichen Landeshauptmann zu beschädigen. Völlig grundlos wird ein Landeshauptmann mit einem Misstrauensantrag konfrontiert, ohne dass er sich was zu Schulden gekommen hat. Das Wirtschaftswachstum plus 4,1%. Das BIP auf Rekordniveau, Rekordbeschäftigung, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1981. Das ist der Weg des Burgenlands, das ist der Weg des Landeshauptmanns, das ist der Weg der Sozialdemokratie. Du hast gesagt, der Doskozil und die SPÖ macht einen guten Job, weil das Wirtschaftswachstum bei 4,1% liegt. Ja, das entspricht den Fakten. Das entspricht auch den Fakten, dass der Bundesschnitt bei 5% liegt. Die Kritik, die daran geäußert ist, ist ja nicht, dass es bei 4,1% liegt, sondern die Kritik ist, dass wir beständig unter dem Bundesschnitt liegen. Wir haben ungefähr 3.000 Vollbeschäftigungsäquivalente mehr, das ist richtig. Wir haben aber 2.500 davon, die an Ausländer gegangen sind. Ich bin nicht sicher, wer davon profitiert, wenn man den Mindestlohn einführt bei diesen neuen landesnahen Reinigungsfirmen oder beim Busunternehmen oder so. Das würde mich interessieren. Wir kriegen wie immer keine Antwort, weil ihr es nicht umsetzt, dass wir auch ein Interpellationsrecht für den ausgelagerten Sektor bekommen, obwohl ihr es versprochen habt für Juni 2020. Entschuldigung, wir haben jetzt Juni 2023, ist 3 Jahre später, wir dürfen es noch wie vor nicht wissen. Und mit uns darf es auch die burgenländische Bevölkerung nicht wissen. Ich wage zu behaupten, dass die Quote ähnlich sein wird, dass ungefähr 80% davon Ausländer profitieren. Aber Faktum ist, wenn ich nur einen Vergleich herziehe, die Burgenland Energie verlangt jetzt 18,9 Cent pro Kilowattstunde. Mein persönlicher Anbieter zu 100% in öffentlichem Eigentum einer österreichischen Gebietskörperschaft verlangt 9,5 Cent. Das ist die Hälfte. Und ja, wir fordern von euch, dass ihr euch an den Besten in der Klasse orientiert und nicht an irgendwen, den man da herauszieht, der vielleicht noch ein bisschen schlechter momentan abschneidet. Wartet einmal, wie es am Ende des Tages ausschaut. Es gibt einen einzigen Grund, warum das Burgenland gut dasteht. Das ist, weil es sich über die Bundesfinanzierungsagentur finanzieren kann. Das Burgenland steht gut da, weil der Bund so dasteht. Würde der Bund nicht so dastehen, würde auch das Burgenland nicht so dastehen. Das Burgenland trägt zu seinem Rating überhaupt nichts bei. Das muss man mal festhalten, das sage nicht ich, sagt Standard & Poor's. Es gibt in ganz Österreich 2 Bundesländer, die über 100% gemessen am Budgetvolumen Verschuldung haben. Das ist Kärnten und das ist seit ungefähr 2 Jahren das Burgenland. Arbeitsmarkt, wir haben heute schon gesprochen, dass ein Drittel unserer Leute auspendeln muss, was hier im Land überhaupt gar nicht die entsprechenden Jobs findet. Die Arbeitsplätze und der Mindestlohn kommen vor allem Ausländern zugute. Soll so sein, ist aber sicherlich nicht im Sinne der Burgenländerinnen und Burgenländer. Die Abzocke bei den Strompreisen haben wir ja, glaube ich, in jeder Landtagssitzung hier debattiert. Das ist ja nicht wirklich was Neues. Und dann noch diese außer Rand und Band geratene Freundalwirtschaft, die man an einem konkreten Beispiel im Rechnungshofbericht über die FNB hier dingfest gemacht haben. Unserer Überzeugung nach braucht das Burgenland sowas nicht. Wir brauchen keine Partei, die so etwas umsetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Tag
früher, an dem diese Politik beendet wird, ist ein guter Tag für das Burgenland und für seine Menschen. Aus diesem Grund hat der Landeshauptmann unserer Überzeugung seinen Vertrauensvorschuss vom Februar 2020 verdient. Und aus diesem Grund beantragen wir, ihm das Misstrauen auszusprechen. Das Schuldeingeständnis des Landeshauptmannes am heutigen Tag ist, merkt man an seiner Nichtanwesenheit beim heutigen Tagesordnungspunkt, wo wir den Misstrauensantrag gegen seine Person diskutieren. Dieser Tag, der wird aus meiner Sicht in die Geschichte eingehen durch seine Nichtanwesenheit. Und wenn jemand rote Linien überschritten hat, Herr Klubobmann Hergovic, dann ist es der Landeshauptmann, der sein Versteckspiel der letzten Wochen und Monate heute hier im Landtag weiterführt. Und über 115 landeseigene Betriebe, meine geschätzten Damen und Herren, wurden geschaffen und die Kontrolle und Einsicht in diesen Bereichen wird dem Landtag verwehrt. Und ich frage mich, was hat der Landeshauptmann, was haben Sie zu verheimlichen, dass der Landtag diese notwendige Transparenz auch in diesem Bereich nicht bekommt? Und was ist mit der Energiekrise, meine geschätzten Damen und Herren? Anstatt sich um ehrliche Lösungen für die Burgenländerinnen und Burgenländer zu bemühen, ändert der Landesenergieversorger in einer der größten Krisen den Namen. Ändert der Landesenergieversorger das Logo. Exorbitant hohe Vorstandsgehälter, 360.000 Euro mannschwere Vorstände, die dieses Unternehmen leiten. Meine geschätzten Damen und Herren, ein Rebranding, ein neuer Name, löst keine Probleme, sondern lenkt nur von Ihnen ab, meine geschätzten Damen und Herren. Und dann haben wir den dubiosen Verkauf der Reinigungsfirma FMB. Es ist vorher hier auch diskutiert worden. Landesvermögen wird verscherbelt im eigenen Dunstkreis an einen parteigünstig. Rote Miss- und Freundelwirtschaft wird hier offensichtlich und auch bestätigt. Und dasselbe haben wir gesehen, meine geschätzten Damen und Herren, in der Causa Belig. Der Prüfbericht ist gleich direkt der Staatsanwaltschaft übermittelt worden. Der Verdacht strafrechtsrelevanter Batschbestände liegt hier vor. Unrechtmäßige Auszahlungen an die Geschäftsführung, das Verscherbeln von Landesvermögen wird in diesem Bericht thematisiert. Grundstücke, die man braucht einen Blick werfen im Bereich der Landesverwaltung. Das Personalkarussell, das dreht sich ja fast stündlich mittlerweile seit 2017 und die Landesverwaltung mehr als 700 Personen mehr in Beschäftigung und da rede ich gar nicht von den Mitarbeitern in den ausgelagerten Betrieben. Auch die Regierungsbüros platzen aus allen Nähten, historischer Höchststand an Regierungsbüros Mitarbeiter, die Dichte an Regierungsbüros Mitarbeiter sucht seinesgleichen. Es gibt in Österreich in keinem Büro mehr Mitarbeiter im Vergleich zu den Einwohnern als wie im Burgenland, meine geschätzten Damen und Herren. Der Politapparat, den Sie da geschaffen haben, der platzt aus allen Nähten und ist teuer. Es ist höchste Zeit, dass der Landeshauptmann die Führung des Landes abgibt, dass er Platz macht für jemanden, der wirklich an der Spitze des Landes stehen will. Mir liegt ein gültiger Misstrauensantrag vor. Zusätzlich wurde zu diesem Antrag ein Antrag gemäß § 73 Absatz 5 der Geschäftsordnung auf geheime Abstimmung eingebracht. Wir kommen daher zunächst zur Abstimmung des eingebrachten Antrages auf geheime Abstimmung. Meine Damen und Herren, wer dem Antrag auf geheime Abstimmung zustimmen will, möge sich vom Platz erheben. Das ist die Minderheit. Der Antrag auf geheime Abstimmung ist somit mehrheitlich abgelehnt. Die Abstimmung über den Misstrauensantrag wird somit nicht geheim durchgeführt. Nunmehr kommen wir zum Misstrauensantrag selbst. Wie bereits erwähnt, liegt eben dieser gültige Misstrauensantrag vor. Wir kommen nun zur Abstimmung des eingebrachten Misstrauensantrages. Ich möchte nur anmerken, dass gemäß § 71 Absatz 9 der Geschäftsordnung ein Beschluss, mit dem ein Mitglied der Landesregierung abberufen werden kann, nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Landtagsabgeordneten und das mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden kann. Das Anwesenheitsquorum ist eindeutig, ist gegeben, daher gehen wir gleich ins Abstimmungsverfahren ein. Ich ersuche daher jene Damen und Herren Abgeordneten, die diesem Misstrauensantrag zustimmen wollen, sich vom Platz zu erheben. Danke. Der Misstrauensantrag ist somit mehrheitlich abgelehnt.